Moin und schön, dass du wieder dabei bist zu einer neuen Folge mit der Sauerländer Barbecue. Der Herbst hält langsam Einzug in Deutschland und was wäre da passender als eine richtig schöne Beilage oder auch ein Hauptgericht? Und zwar ein Pilzrisotto aus dem Dutch Oven. Und wenn du wissen möchtest, wie man das macht, bleibst du am besten dran und guckst das Video bis zum Schluss. Und solltest du noch kein Abonnent dieses Kanals sein, klick gerne unten auf Abonnieren und abonniere den Kanal. Vergiss auch nicht, die Glocke zu aktivieren, denn dann verpasst du auch nichts mehr, wenn es etwas Neues gibt. Und während unsere Kohlen jetzt so vor sich hinglühen, würde ich sagen, wir legen direkt mal los mit der Schnibbelei. Denn für so ein Pilzrisotto, da gibt's natürlich ein bisschen was zu tun und ich sag's direkt, ich habe das Ganze jetzt mit gekauften Pilzen gemacht. Du kannst das natürlich auch mit gefundenen Pilzen aus dem Wald machen. Ich bin nur tatsächlich kein großer Pilzexperte und bevor ich mich da jetzt irgendwie in die Nesseln setze, habe ich mir gedacht, ich nehme einfach Pilze, die man im Supermarkt findet. Wenn du aber Herr der Pilze aus dem Wald bist, mit Maronen und Steinpilzen und Pfifferlingen und was man da so alles finden kann, dann kannst du das Rezept natürlich auch 1:1 mit eben diesen gefundenen Pilzen nachmachen. In unserem Fall nehmen wir als erstes mal Champignons und dann Kräuterseitlinge. Im Hintergrund, da siehst du noch Pfifferlinge, die habe ich vorher geputzt. Das ist ja immer so ein bisschen Arbeit, wenn man die kauft, dann muss man die ja ordentlich putzen. Die brauchen wir aber auch nicht schneiden, aber die restlichen Pilze, die werden einfach ein bisschen großzügig und grob geschnitten. Und am Anfang, das sage ich direkt, sieht das alles immer so unglaublich viel aus, aber gerade bei Pilzen ist es so, dass die natürlich ordentlich an Volumen verlieren. Deswegen erschreck dich nicht, wenn du das Rezept nachmachst, da gibt es am Ende natürlich das Rezept am Ende vom Video und erschreck dich nicht, wenn das erstmal nach ganz, ganz vielen Pilzen aussieht. Und nach den Pilzen ist vor der Zwiebel, liebe, sag ich ja immer, und da wir es schon länger nicht gezeigt haben, wie man eine rote Zwiebel schneidet, habe ich mir gedacht, wir holen das jetzt mal nach und wenn du den Kanal ein bisschen unterstützen möchtest, dann pack doch gerne den Hashtag Zwiebelliebe unter die Videos. Und das hier, das war's schon mit der Schnibbelei. Denn jetzt können wir am Dutch Oven weitermachen und unsere Kohlen, die sind jetzt durchgeglüht. Das hier sind Kokoskohlen in, Coco Cubes heißen die. Du kannst aber jede gute Kohle und jedes gute Brikett nehmen, was dir so einfällt. Und da musst du als erstes mal richtig ordentlich Unterhitze für zustande bringen. Und wir nehmen jetzt hier so einen Rostknecht, da stellen wir dann den Dutch Oven drauf. Und dann kann es auch schon weitergehen und zwar mit dem Anbraten. Und was nimmt man am besten zum Braten? Richtig, Butterschmalz, denn Butterschmalz, da gibt natürlich ordentlich Aroma und ist besser als Butter, also nicht grundsätzlich, aber es ist zum Braten besser als Butter, weil es halt eben nicht so schnell verbrennt und du es höher erhitzen kannst. Und in das Butterschmalz, da kommen jetzt die geschnittenen Zwiebelwürfelchen rein und die werden dann einmal ordentlich durchgerührt und wenn du das gemacht hast, dann kann der Risotto-Reis mit dazu. Und auch der Risotto-Reis, der wird einmal so ein bisschen mit durchgeschwenkt, sodass dass diese Risotto-Reiskörner so ein bisschen glasig werden und erst dann kommen die übrigen Zutaten mit dazu. Ich habe mir übrigens sagen lassen, dass dieser Schritt wirklich sehr, sehr wichtig ist. Deswegen solltest du das auch machen. Oder wenn du sagst, habe ich noch nie gemacht, hat immer geklappt, dann pack das gerne unten in die Kommentare. Würde mich tatsächlich mal interessieren. So, und du siehst, jetzt haben wir hier einen 4,5er Dutch Oven und da geht jetzt nicht alles an Pilzen rein. Da kullert sogar ein Pilz einfach beiseite. Aber wie ich dir gerade schon gesagt habe, das fällt natürlich jetzt richtig ordentlich zusammen. Deswegen erstmal so viele Pilze da rein, wie denn reinpassen und ordentlich durchrühren. Und dann einen Schluck Wein dazu. Das genaue Rezept, wie gesagt, am Ende vom Video. Und das Schöne ist, du brauchst nicht ganz so viel Wein. Das heißt, die restliche Flasche, die kannst du dir dann schmecken lassen. Und nun das Risotto ordentlich durchrühren. Und dann hat sich das mit dem Volumen auch schon deutlich verkleinert. Dann kommen eben die Pfifferlinge mit dazu und einen Barbecue-Rub. In dem Fall habe ich da so ein Barbecue-Rub für Gemüse mit dabei getan und jetzt wird das Ganze einfach ordentlich durchgerührt. Wenn du jetzt sagst, ah, ich will kein Barbecue-Rub nehmen, dann nimm doch einfach frische Kräuter, ja, irgendwas, was dir einfällt. Petersilie, Schnittlauch und Thymian und Rosmarin, das hat es alles noch nicht schlechter gemacht. Bisschen Salz, Pfeffer und dann bist du auch schon fertig damit. Und jetzt rührst du das durch und dann kommt
einfach Gemüsebrühe mit dazu. Du kannst natürlich auch Hähnchen, also Geflügelbrühe nehmen oder auch ein Rinderfond, um das Ganze ein bisschen geschmacksintensiver zu machen. Aber hier im Rezept findest du am Ende halt die Gemüsebrühe. Und nun das Ganze durchrühren und dann die Hitze unter dem Dutch Oven reduzieren. Auch da, wie du das machst, am Ende vom Video. Den Deckel aufsetzen und immer zwischendurch umrühren. Ganz, ganz wichtig, umrühren. Und nach 30 bis 40 Minuten sollte das Ganze so aussehen. Der Reis ist fertig. Du musst immer zwischendurch ein bisschen Brühe natürlich nachgießen. Und dann rundest du das Ganze ab mit ordentlich Parmesankäse. Parmesankäse hat, wie wir alle wissen, noch nie ein Rezept schlechter gemacht. Deswegen scheu dich nicht, da wirklich ordentlich was drüber zu reiben. Und dann rührst du das Ganze einfach ordentlich durch. Lässt das nochmal ein Momentchen ziehen, damit der Parmesankäse schön in jede Ecke reinschmecken kann. Und dann ist dein Risotto auch schon fertig. Das ist übrigens ganz cool, wenn du jetzt mehrere Dutch-Öfen hast. Unten blubbert irgendwie zum Beispiel Ochsenbäckchen oder sowas. Und dann packst du den anderen Dutch-Öfen einfach oben drüber, den kleineren, weil der braucht nur Unterhitze. Und dann hast du gleichzeitig die Beilage mit dabei. Und jetzt wird das Ganze angerichtet und dann kannst du es genießen. Und ich kann dir tatsächlich empfehlen, das Ganze mal nachzumachen. Und wenn du noch weitere Rezepte rund um den Dutch-Oven suchst, dann kann ich dir unser Dutch-Oven-Buch ans Herz legen. Ja, das findest du bei jedem guten Buchhändler oder auch unten in der Videobeschreibung. Und nun würde ich mich wie immer freuen über jeden Daumen nach oben, über jeden freundlichen Kommentar, über jedes Gefällt mir, wenn du deinen Freunden von den Videos erzählst und natürlich, wenn du mir gewogen bleibst. In diesem Sinne, vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal, entweder Montag oder Donnerstag. Mach's gut. Tschüss.